Hallo meine Lieben, ich habe es schon wieder getan. Ich könnte quasi Britney Spears hier singen. Oops, I did it again. Also es ist im Moment schlimm. Ich bin im Moment halt ziemlich stark auf dekorative Kosmetik shoppen. Es liegt glaube ich an dem Herbst. Jedes Jahr im Herbst bekomme ich auf einmal so Synapsen im Hirn. So Hirnströme, die mir sagen, Jenny, kauf dir mal ein bisschen dekorative Kosmetik, am besten auch noch Rouge und Lippenstift. Das ist immer so mein Ding. Und deswegen habe ich auch heute ein Douglas und DM Haul für euch. Es ist halt gemischt. Ich fange am besten an mit Douglas und dann arbeite ich mich langsam zur Drogerie vor. Ob da jetzt dekorative Kosmetik bei DM bei ist, kann ich euch jetzt nicht versprechen, weil die Tüte steht schon seit ein paar Tagen hier unten rum und ich habe es einfach nicht, dieses Haul abzudrehen. Naja. Es ist natürlich aber auch ein bisschen wieder Kleiderkreisel dabei und damit fange ich am besten erstmal an. Bei einer lieben Dame habe ich getauscht und zwar diese beiden Sachen. Das ist einmal NYX und einmal MAC und da zeige ich euch direkt mal die NYX Palette. Die nennt sich nämlich, ja, irgendwas Französisches, wo ich jetzt direkt wieder an Frankreich denken muss. Die Armen. Ja, auf jeden Fall heißt sie, oh Gott, Love in Paris. Das ist jetzt doof, aber so heißt sie nun mal. So sieht die Palette aus. Ich hoffe, das Licht ist wieder okay. Ich muss jetzt schon wieder mit der Softbox filmen. Ich habe mich auch schon ein paar Mal mit dieser Palette geschminkt. So sieht die aus. Total die schönen Farben, wie ich finde. Vor allen Dingen das Braun hier unten hat es mir angetan. Seht ihr das? Das Braun. Und die sind halt auch wirklich sehr gut pigmentiert. Ich kann euch das mal so ein bisschen... Also mir gefallen die Farben schon sehr. Was machen wir noch? Nehmen wir das hier noch. Aber ob ihr was sehen könnt, ist die zweite Frage. Seht ihr da was? Ich denke, so ein bisschen kann man sehen. Ja, auf jeden Fall, diese Palette habe ich mir ertauscht. Und genau dasselbe, ich muss mir, glaube ich, mal ein paar Abschminktücher nehmen. Wartet mal. Und wie gesagt, das zweite Produkt ist ein MAC Paint Pot. Ich liebe ja Paint Pots. Ich habe mit dem jetzt vier. Und ja, finde ich toll. Das ist die Farbe Laying Low. Und die sieht so aus. Also, total. Also ich finde, das ist so wie so eine Art Concealer, sieht der schon fast aus. Wunderschön. Ich habe den bisher ganz, ganz oft getragen. Ich habe mir gedacht, jetzt können wir ja mal diesen Test machen. Vielleicht ist nämlich ein Dupe hier, dieses Color Tattoo, vielleicht dazu ein Dupe. Die Seite? Nein. Ich versuche ja immer wieder für euch Dupes zu finden. Also, es ist weder das eine noch bestimmt das andere. Schauen wir auch mal. No. Also, die beiden neuen Color Tattoos hier von Maybelline sind keine Dupes. Das in der Mitte ist das MAC und die beiden außen sind die Color Tattoos. Dann durften zwei Dinge mit. Davon trage ich einen auch gerade auf den Lippen. Und zwar sind das LA Girl Matte Lip Glosse. So sehen die aus. Da gibt es eine Geschichte zu. Ich war auf der Suche nach Colourpop Lippenstiften in matt. Hab das auch so eingegeben und dann kamen die. Und die Dame hatte nur Swatches davon so da drin und hat dann halt gesagt, ja, Preis auf Anfrage, also Lippenswatches. Und da habe ich mir zwei Stück ausgesucht, habe zu ihr gesagt, ja, ich würde zwei nehmen. Was würden die denn kosten? Dann hat sie mir was günstiger gemacht, weil ich ja zwei genommen habe. Und habe ich 18 Euro bezahlt. Inklusive Versand. Ich so, Colourpop, nein, ich kosten ja nur 7 Dollar oder sowas, aber ja gut, dafür habe ich Amerika gespart. Und habe die dann zugeschickt gekriegt. Und ich so, was ist das denn? Und ich war so enttäuscht, aber nachdem ich den heute getragen habe, bin ich nicht mehr enttäuscht. Klar, das Lippengefühl, das ist schon sehr trocken, muss ich sagen, aber es hält ewig. Es ist nicht kussecht, also wenn ich so mache, sieht man es trotzdem. Aber es hält Bombe. Ich habe den ein einziges Mal nachgetragen heute. Das ist der Hammer. Und die Farbe, die ich nämlich jetzt drauf habe, die passt auch, finde ich, gut zu meinem, ja, Shirt. So ein bisschen, finde ich. Ja, also finde ich schon mal, ich weiß nicht, ob die Lichtverhältnisse das zulassen. Auf jeden Fall habe ich es gestern mal auf dem Handrücken ausgetestet und bin damit duschen gegangen. Und danach war der immer noch drauf. Das war heftig. Auf jeden Fall ist das die Farbe Rebel. Und die... Applikatoren sehen so aus. Ziemlich flach und lassen sich prima Lippenherz und alles auftragen. Und was ich allerdings cool finde, einerseits, also das finde ich nicht cool, nee.
pappen so ein bisschen aneinander, aber dadurch sehen die immer frisch aus, die Lippen. Egal wie trocken sich die Lippen eigentlich anfühlen nach 6 Stunden, das Gefühl an den Lippen, weil es so klebrig ist, die Lippen sehen trotzdem immer, also nie richtig trocken aus. Und das finde ich cool. Also einmal, was ist das denn? Einmal habe ich die Farbe genommen und einmal Secret, das ist ein Rot. Wie soll das auch anders sein? Das swatche ich euch jetzt mal auf dem Handrücken. Ich kann euch auch beide auswatchen. Einmal ein Rot. Ich hoffe, die Farben kommen gut rüber mit dieser Funzel hier. Und wie gesagt, dieses bärige etwas hier, was ich gerade auf den Lippen trage. Ja, wie gesagt, 18 Euro habe ich für beide bezahlt, inklusive Versand, waren neu. Hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht gekauft, hätte ich gewusst, dass sie von LA Girls sind. Aber ich kann mal gucken, ob ich da irgendwas finde, wo man die kaufen kann. Und dann kann ich euch mal was in der Infobox verlinken, weil ich weiß selber nicht, wo man die her hat. So, Douglas habe ich gerade abgeholt, deswegen mache ich jetzt auch jetzt das Video. Ich habe 2 Proben für den Chris, weil Proben, ja, ist immer so eine Sache. Ne? Meistens haben die Proben, die Parfums habe ich schon oder interessieren mich nicht. Und dann habe ich gedacht, komm, für Chris 2. Einmal Tom Ford Noir und einmal Azzaro Pure Homme. Chris freut sich immer total über sowas. Was ich total doof fand, ich habe Sonntag bestellt und wollte unbedingt ein paar neue Nyx-Sachen haben. Und weil ich nämlich noch einen Gutschein hatte. Und was ich echt ziemlich, ziemlich doof fand, war, dass es kaum Goodies gab. Und dann auf einmal, einen Tag später, gab es als Goodie sogar ein Rituals-Duschschaum. Fand ich total doof, aber soll ich jetzt machen. Ist nun mal jetzt so. Ja. Mhm. Naja. Color-Code-Karte. Kein Schwein braucht sowas. Was ist das? Dankeschön, Douglas. Was ist das? 5 Euro Rabattgutschein, Einkaufswert. Achso, in der Parfümerie bis zum 31.01. Ja, das nenne ich doch mal schön. Das werde ich auf jeden Fall nutzen, weil ich werde bestimmt irgendwas in der Douglas-Dings da noch finden, in der Douglas-Filiale. Alles so ein Knös hier. Werbung über Werbung. Aha. So, natürlich meine Rechnung, die ich natürlich schon bezahlt habe, via PayPal. Und jetzt zeige ich euch meine Sachen. Achso, es gab ein Armband, gab es allerdings als Goodie. Brauche ich nicht. Aber ich habe mir trotzdem dazu genommen. So, ich fange an mit einem Puder, also einem Highlighter. Und zwar kommt das in so einer Verpackung. Hat mich total interessiert. Der heißt Illuminator Eclat. Ich weiß nicht, wie das eine heißt. Rehausseur de Eclat. So heißt der. Und das ist die Farbe. Was sind das bitte für Namen? IBB04 Ritualistic Ritual. So, total doof. Sieht man das? Ich hoffe. So, dann machen wir das mal auf, das gute Stück. Da ist jetzt überall Tesa dran. Naja, so, machen wir auf hier. So. Ich bin jetzt selber sehr gespannt. Ich habe zwar nach Swatchen und so gegoogelt, aber ne, es ist ja immer an jedem Menschen unterschiedlich. Kommt so daher. Die Verpackung mag ich. Ja, da schauen wir mal. Oh, es ist sehr, genau. Ich habe die Resonanzen gelesen und das soll so ein Dupe zum Albatross sein. Von NARS. So sieht er aus. Hier oben ist ein Spiegel drin, was noch so abgeklebt ist. Und dann schauen wir mal. Oh, gut pigmentiert. Oh, und ein schöner Highlighter. Ja. Da sind wir mal gespannt. Also, sieht man was? Naja, ist ja auch ein bisschen doof aufgefangen. Aber gut, schönes Produkt. Hat übrigens gekostet 10,99 Euro. Jetzt kommt ein Produkt, das fand ich total süß. Das ist ein Baked Blush. Ich mache das mal eben auf. Da ist so eine Schutzfolie nämlich noch drum. 7,99 Euro kostet dieses Blush. Und die Verpackung ist schön. Nimmt zwar viel Platz weg. Aber gut, hier ist übrigens ein Schleifchen dran. Ich weiß nicht, ob man das... Doch, so kann man es erkennen. Und die Farbe heißt Chiffon. Ja. Gucken wir mal, wie das aufgeht. Ach, sehr schön. Sehr süß.
Und das gebackene Blush sieht, ist natürlich gebacken, also rund. Und da habe ich mich auch erstmal rumgegoogelt, welche Farbe ich schön finde. Oh ja, das ist schön. Schaut mal, das ist so ein Hauch von Farbe, so ein bisschen wie die von Max Factor. Schön. Doch, die Farbe gefällt mir sehr. Oh, Gott sei Dank. Jetzt kommt noch ein Blush und zwar von dieser neuen, ja, die sind ja neu hergemacht, diese Blushes. Es gibt auch jetzt wieder das Taupe Blush zum Konturieren, das in dieser Verpackung. Der Preis bei den Blushes ist 5,99 €. Ich glaube, die sind 1 Euro günstiger geworden. Die Farbe hier heißt Moving Out. Ja, auf jeden Fall hat das hier vorne auch dieses Schleifchen. Hat übrigens diese Palette hier, dieses Love in Paris, auch total süß aufgemacht. Ja, und das Blush ist das hier. Oh, sehr gut, auch sehr gut pigmentiert. Oh, das ist aber auch eine schöne Farbe. Schaut mal. Und zu guter Letzt bei Douglas sind noch 3 Lippenprodukte. Das ist einmal diese Soft Matte Lipstick Reihe und zwar die Farbe Kopenhagen. Ich glaube, das ist der dunkelste Ton, den es überhaupt gibt. Diese Soft Matte Lipsticks kosten 6,99 €. Aber ich kann euch die Farbe zeigen. Ja, so sieht die Farbe aus. Passt auch sehr gut zu meinem Oberteil. Da schauen wir mal. Die riechen ja so nach Keksen, so nach Weihnachtsgebäck. Oh, das ist wirklich so eine Farbe, wie ich sie gerade schon auf den Lippen trage. Ja, sehr cool. Bin ich gespannt. Und dann habe ich noch 2 Lippenstifte, die ich nämlich noch gar nicht kenne. Die heißen High Voltage Lipsticks. So sehen die aus. Kennt ihr die schon? Ich nicht. Schon ein Scheißlicht gerade, ne? Naja. Und da wollen wir mal gucken. Da habe ich mir natürlich 2 Rottöne genommen. Wie soll es auch anderes sein? Was soll ich mir pink nehmen, wenn ich sie ja dann eh nicht brauche? Sie sind offen. Wer hätte das gedacht? Das hat jetzt echt lange gedauert. Jetzt, wo sie ausgepackt sind und ich den Deckel mal abgenommen habe, erinnert die mich total an diese Colourpop Lipsticks. Ja, Lippy Sticks heißen die ja. Aber nur vom oberen her. Und ja, man dreht sie halt, denke ich mal, genauso hoch. Und da schauen wir mal. Ich habe nämlich einmal die Farbe Burlesque genommen. Und wie nicht anders zu erwarten, ist es ein dunkles Rot. Riechen tun die so ein bisschen vanillig, aber ganz zart nur. Nicht so sehr wie die Make-Lippenstifte. Und dann habe ich hier die Farbe Feline genommen. Und das ist natürlich hart. Das ist ein ganz, 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 ganz dunkles Rot. Voll geil. Voll mein Beuteschema. Aber sowas von. Diese Lippenstifte, die kosten jeweils 6,99 €. Ich kann euch noch nicht sagen, ob die... Ne, ich glaube, die sind einfach nur ganz normal. Die sind kein nicht matt oder so, glaube ich zumindest. Aber ich werde es ausprobieren und ihr werdet es in einer Haul-Review mit Sicherheit sehen. Dann kommen wir zu DM. Habe ich natürlich wieder ein bisschen was eingekauft. Ich war eigentlich nur dort, um nach dieser neuen Catrice LE zu schauen, die ja Mitte November rauskommen soll. Aber ich glaube, ich lasse es lieber sein. Vielleicht die Lippenstifte. Ich wollte vielleicht auch noch bei Colourpop bestellen. Und im Januar fliege ich ja nach Thailand, da hole ich bestimmt keine Schminke. Naja, bin ready. So, ich habe mir ein Deo gekauft. Von Darf, endlich wieder mein Deo. Ich habe zwar noch andere Rexona Deos, aber ich wollte endlich wieder mein Darf. Rexona ist scheiße. Mittlerweile mag ich diesen Geruch nicht mehr, weil der mir total im Hals kratzt. Ja, ich habe mir wieder so ein WC-Frisch Aktiv-Perlen-Dings geholt. Diesmal das Blaue, weil ich glaube, das färbt sogar das Wasserblau, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Dann das Gliss-Kur Glanz-Tonic. Das hat irgendwie nur 2,59 € oder sowas gekostet. Normalerweise ist das teurer. Darum habe ich es mitgenommen. Es war auch das Letzte. Genau, dann das Gliss-Kur Satin Relax, das war halt auch für 1,45 € im Angebot, weil der Deckel kaputt ist. Aber der Deckel kann so direkt weg. Ich habe mir einmal das geholt und einmal, also für widerspenstiges und krauses Haar und einmal das für trockenes, dünner werdendes Haar. Ja. Meine Spitzen werden dünn. Ja, und ich fand die Verpackung schön. So, und dann habe ich mir mal die Serie, weil ich liebe ja dieses Haarshampoo, ne, also es führt kein Weg mehr dran vorbei, für 55 Cent unschlagbar, ohne Silikone,
für trocken, für glanzloses und stumpfes Haar perfekt, ja. Da habe ich mir dann jeweils, genau, also zweimal, genau, zweimal Spülung und einmal Haarshampoo, Haarshampoo habe ich mich noch einmal geholt. Und dann habe ich auch noch diese Haarkur dazu mal mitgenommen, die kostete unter 2 Euro. Und da dachte ich mir mal, komm, probier sie mal aus, vielleicht in Kombination mit den Sachen, vielleicht ist das ja ganz gut. Ach so, nee, ich habe doch noch ein Haarshampoo dazu. Hoch. Hoppala. Jetzt fangen wir mal an zu lügen. Ich hatte echt gedacht, ich hätte das eine weggetan. So, dann auch sehr haarlastig wieder. Dann habe ich mir nochmal, was heißt nochmal, aber ich habe mir das hier mitgenommen. Und zwar von Garnier Frucht. Die ist natürlich voll die Silikonbombe. Naja. Auf jeden Fall Oil Repair 3 ohne Ausspüren für trockenes, strapaziertes Haar. Sofort Repair-Effekt, geschmeidiges, glänzendes Haar. Im Moment finde ich meine Haare wieder nicht so schön. Die sind so. Die sehen so trocken aus, von vielen Arbeiten, der Körper rächt sich, ja, gekauft. Hat 2,99 glaube ich gekostet, nee, weniger, 2,49 glaube ich, weil das war günstiger als das hier. Und das hier nehme ich immer, um meine Locken zu stylen, genauso wie das hier. Ich kann mich ja nie entscheiden bei DM, welches ich nehmen soll, deswegen ist bei jedem DM-Haul beide dabei. Das kostet 2,85, das 2,95. Das hier ist immer nur so ein Akt, dass die letzten Reste da rauszukriegen, weil die Verpackung ultra hart ist. Und dann schneide ich die immer auf und meine Schere, die kriegt schon die Krise, wenn ich das aufschneide, weil das ist nicht so gut. Ich habe mir eine Nachtkerzenmaske mitgenommen von Shebens. Ich will mir auf jeden Fall gleich noch eine Feuchtigkeitsmaske ins Gesicht klatschen. Ich habe nämlich wieder so trockene Stellen, mein Make-up, das seht ihr, ich sehe ein bisschen cakey aus, ne? Ja. Ja. Sage ich jetzt nichts zu. Aber ja gut, mein Make-up ist aber auch schon seit, wir haben jetzt 8 Uhr. Okay, seit 14 Stunden ist das auch schon drauf. Ne? Also dann darf es natürlich auch ein bisschen cakey aussehen. Dann habe ich hier, das ist von Rival de Loop, das ist halt nicht von DM oder so, habe ich diese Feuchtigkeitsmaske halt zugeschickt bekommen. Und zwar von einer Abonnentin, die, Abonnentin, was sage ich denn ja, von, also die habe ich halt bei Kleiderkreisel zugeschickt bekommen. Da war noch 2 Euro drauf, weil wir getauscht hatten und um aus dem Tauschwert, da hat die mir noch die 2 Euro da drauf geklebt. Total süß. Ich habe mir aus dieser Fabulous Beauty Gala LE von P2 habe ich mir die 2 süßen Eyeliner hier gekauft. Die sind ja total kitschig, aber ich mag sowas. So sehen die aus. Das sind so goldene, weiß ich nicht was. Aber was ich witzig finde, ich zeige euch das. Genau die gleiche Verpackung gab es vor 2 Jahren oder so, oder vor einem Jahr, ich glaube, nee, vor 2, ein Jahr, ach, weiß ich nicht mehr, schon mal. Und da war, hieß die LE aber A Night to Remember. Sieht man da was? I hope so. Und das war ein Puder, ich habe es mir wegen der Verpackung geholt, ich Verpackungsopfer mit Spiegelchen und so. Und habe gesehen, genau die gleichen Puder gibt es dort jetzt in dieser LE wieder. Und ich habe mir natürlich den goldenen gekauft. Hier an dem goldenen Fähnchen sieht man das. Und den blauen. Und ich war einfach sehr angetan von diesen Eyelinern. Ich swatch sie euch jetzt mal. Oh, der blaue. Der ist bestimmt auch super schön im Sommer. So, der blaue. Und der goldene. Der goldene, den stelle ich mir sehr schön für Weihnachten vor. So. Hübsch, oder? Hübsch. Ja. Was haben die gekostet? Haben die 2,95 glaube ich gekostet, ne? Oder ja, irgendwie sowas. Und jetzt kommen wir schon zum letzten Produkt und das ist so ein Widerspruchsprodukt. Ich mache das hier weg. Ich hatte das nämlich schon mal, von einer anderen Firma allerdings, aber ich hatte es schon mal sowas. Das habe ich dann irgendwann der Joy gegeben, weil ich ja keinen Kokosduft mag. Aber für Locken ist es eigentlich das Beste, was du machen kannst und deswegen habe ich es mir jetzt wieder gekauft und zwar ist es Kokosöl. Ich hasse ja Kokosduft, aber da das ja so neutraler Kokosduft ist und nicht so dieses Chemikalien, also total chemische, habe ich mir gedacht, komm, mach ich wieder, weil für Naturlocken und sehr trockenes Haar ist das das Beste, was ihr machen könnt. Sieht halt so aus. Man kann auch nicht kochen und sowas, aber... Und vegan, ne? Ist mir zwar egal, aber ist vegan. Ja, finde ich gut, das wird wieder meine Haare reingepanscht. Krass, oder? Das war's. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Haul oder vielleicht sogar beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich einfach mal Tschüss und einen schönen Abend. Also bei mir ist es Abend, 8 Uhr wie gesagt.
Ich werde jetzt alles runterholen und dann mal was essen. Ich habe noch nichts gegessen. Doch, ich habe gefrühstückt. Aber ja, habe mir gerade auf so einen Subway geholt. Naja, tschüss.